So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Norman dabei. Grüß Gott. Und wir gucken uns heute an Goblins gegen Burn. Das ist genauso wie bei uns an der Uni. Ja, Rot gegen Rot. Uff. Ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht so favored für Goblins, wie man im ersten Moment denkt, oder? Glaube auch nicht. Weil, also man kriegt auf keinen Fall seinen 1-1er durch. Ja, da sind wir uns alle sicher. Der Lecky, der stirbt. Genau, der Lecky macht halt nicht viel. Und wenn man dann zu viele Non-Basics drin hat, war man vielleicht grün oder schwarz Splash, kann das auch wehtun. Plus und die Carven, plus die Wastelands. Die Wastelands sind sowieso tot. Die Wastelands sind tot, das ist korrekt. Also das kann, glaube ich, ziemlich cool für Burn werden. Ja, ich glaube auch. Aber es wird erstmal Mulligan. Das ist natürlich nicht so geil. Nee. Aber ich glaube, da waren noch zwei Fireblast auf der Hand. Das ist so mediocre. Ja, das will man nicht haben. Ich sehe auf jeden Fall eine Tiger. Das heißt, wir haben auf jeden Fall den grünen Splash drin. Das heißt, das sind Food Chain Goblins. Das macht die Siegeschance von Burn geringer. Weil ja, eben Turn 3 eine Combo rauskommen kann, die man sehr schlecht interacten kann. Das stimmt. Und ja, dementsprechend bisschen schwieriger. Ich finde es gut, dass der Goblin-Spieler hier sein eigenes Gesicht auf der Matte hat. Ja, und seinen dicken, und seinen dicken Bauch. Hallo Patrick. Das sieht okayisch aus, aber ich glaube, es sind zu viele Länder. Okay, man muss ja eh eins drunter legen. Das stimmt, aber wenn man Drawland dabei hat, kann man das auch locker legen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, gut. Jetzt vom puren Verhältnis her dürft ihr jetzt wahrscheinlich einfach ein Dude gucken. Ne? No, rein ins Gesicht. Schade. Ein Dude ist immer besser, gegen, vor allem gegen Leckys. Ja, okay, aber die Leckys kommen ja nicht mit Eile rein. Nö, zum Glück nicht. Das wäre halt rundstum. Mountain. Etterwald. Fiole. Das ist der Start, den Burn nicht good sehen old möchte. Wild Goblins. Ja, was mich wundert, das heißt, der hat grün drin, aber kein Food Chain. Ignoble Hierarch. Ignoble Hierarch und den Mask Vandal. Ach ja, 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 da kannst du ein Artefakt oder irgendwas anderes zerstören. Mhm. Sind das, genau, Artefakt der Verzauberung, wenn du eine Karte, aus dem eine Kreatur aus dem Friedhof wechselst. 3 ins Gesicht. Das heißt, gut, dass man ein Swiftspear wäre. Und ein Riftbolt Suspend. Ja. Das ist halt, man geht in seinen Turn 3 und der Gegner ist Half-Life. Das ist eine okaye Geschwindigkeit, die kann Burn aber leider meistens nicht lange aufrechterhalten. Nee, dafür sind so viele Lava, zu wenig Lava-Äxte da drin. Ja, Lava-Äxte sind die besten Burn-Spells. Ach ja, da kommt ein Goblin. Ja, das ist ein, ach, das ist so der, für den nie die Echo-Kosten bezahlt werden. Ja, richtig. Kannst du meistens noch gar nicht, weil ich glaube, der kostet Echo 4. Dadurch, dass du den in der zweiten Runde legst. Nee, der kostet nur Echo 2 oder so. Echt? Wo war denn der Echo-Kosten so viel, so hoch, dass du sie nicht bezahlen konntest? Hier, wenn du sie auch kämpft. Das ist ein Chain Lightning und noch ein Mountain Ugh. Jetzt kommt ein Lecky. Autsch. War ein Bolt, okay. Ja, war ein Bolt. Ich kenne nur die Woodboarder Chain Lightning. Whoopsie. Yes. Nee, es war ein Bolt. Springt auch bei einem heftigen Erdbeben. Heilige. Hart am Wackeln. Es tut mir leid dafür. Ich glaube, ich war oben die ganze Zeit noch am Rumspielen mit dem Licht. Das kann gut sein. Ja, Pit für ein. Lebensdifferenz von 8. Ja. Fetch. Kein Schockland, sondern wahrscheinlich ein deutsches Duel. Oder Mount. Ich glaube eher sogar Mount. Ja. Ja. Ah, da wird geshortcuttet, ja. Ja. Da kommt die Matrone, was legt man, was nimmt man sich? Mit der Matrone. Den Flash-Dude. Vielleicht den Dude, der Schaden schießt, wenn er ins Spiel kommt. Ja, meine ich ja. Der ist ganz nett, vor allem, weil er halt 2 kostet. Ja. Man könnte einen Piledriver nehmen, einfach in der Hoffnung, dass der Gegner nicht genug Burnspell hat und nicht so einfach mit dem Piledriver reinzumachen. Ein Lord. Ja, geht auch, damit man die nächste Runde reinlegen kann. Könnte auch versuchen, einen Muxus zu nehmen. Dafür fehlt aber gerade noch eine Menge. Das stimmt. Auf jeden Fall ist ein Mountain gesucht worden, das ist schon mal gut. Price of Progress nur 4-2 Damage, das wird ein Muxus. Es wird ein Muxus. Ist dann die Frage, hatte man da nicht noch einen Doppelstriker drin, der Goblins reinlegt? Auch nicht.
Warum nimmt man sich denn dann den Muxus? Vielleicht hat man den 1x1 einen Skirt Prospector. 1x1 kannst du einen Goblin opfern, kannst du Modus machen. Damit könnt ihr relativ zügig nächste Runde kommen. Ja, das stimmt. Ja, vor allem die Matrone, die Token haben wir eigentlich hier weggetan. Basic Land. Oh, jetzt so ein Pyroklossen wäre geil, ne? Ja. War aber ein Basic Land. Wie immer bei Burn. Ja. Aber das ist so schade. Burn ist so ein cooles Deck, so ein schönes Deck. Ein Deck, was wirklich auch performen kann. Immer noch in der Meta, finde ich. Und ich sehe das aber in letzter Zeit immer öfter, dass der Bild von Burn vielleicht einfach zu instabil geworden ist. Deshalb meistens irgendwie die Länder und alles drumherum echt schwierig geworden ist, habe ich das Gefühl zumindest. Oder unsere Burn-Spieler mischen allesamt zu schlecht. Das könnte auch sein. Das ist, glaube ich, ein Self-Prospector. Ja, muss man dazu sagen, Sina spielt ja auch Burn ohne Fetchländer. Cool. Da ist Ausdünnen halt auch nicht der Fall. Stimmt, da ist es gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der Muxus kostet 8, ne? Muxus kostet 6. 6? Der wird jetzt auch ins Spiel geschmissen. Rutzen wir der aufdeckt. So ein fettes Vieh dahin. Und dann bringt der wahrscheinlich irgendwie so einen Goblin rein. Möglich. Es kann aber auch mehr sein. Das ist wie beim Muxus, ein Land, ein Sharpshooter, ein Fury und ein Piledriver. Also bringt der zwei Goblins rein. Das ist aber gar nicht mal so schlecht. Also gerade Piledriver und Sharpshooter sind ja richtig gute Freunde. Ja. Man muss jetzt sagen, da liegen eine Menge Aufmarsch-Goblins. Das stimmt. Das muss man. Aufmarsch, nein, da habe ich auch Goblins gespielt. Goblins war bei Aufmarsch echt ein schönes Ding. Ja. Hat man noch einen Lord? Kann man noch was in die Weile reinlegen? Ja, möglich wäre das. Ich kann nicht dran, was Burn noch machen kann. Ist schwierig. Uff, nix anscheinend. Da ist noch ein Land auf der Hand und ein Spell, den man nicht kennt. Oder noch ein Land. Ja, bei Burn könnte es auch ein Land sein. Wasteland ist tot. Ja, du kannst dann eines Land Wastelanden für Price of Growth. Ja, okay, das stimmt. Dann Trigger. 3, 4. Das ist ein 7-7 Muxus und ein 7-2 Piledriver. Und dann noch zwei, die so kommen. Blub, blub, blub. Und 3, und dann Cradermaker. Ja, das tut eine Menge weh. Cradermaker macht jetzt halt fast jeden Blocker weg, der kommt. Ja. Und wenn da überhaupt noch was kommt. Das ist ein Chain Lightning, das ist ein Price. Chain Lightning kann nicht zurückgeworfen werden. Price macht 2 Schaden. Ja, 2 Damage leider nur. Schade. Ansonsten wäre es fast Lethal, aber ich glaube immer noch nicht genau Lethal, weil dann bist du immer noch bei 9 Damage. Das ist ärgerlich, 6, so knapp. 9, ja, das ist genau ein Schaden, der fehlt. Das ist halt die Frage, ob es da noch was auf der Hand ist, aber... Glaube ich nicht. Ich glaube, das letzte war wieder ein Land. Ah, kacke. Der wird nochmal durch. Erzählt, was die können. Ja, erzählt, was die können, um zu gucken, ob man noch irgendwie überleben kann, aber spätestens wenn man beim Muxus ankommt mit 4-4 und wird größer, ist da wahrscheinlich Genau, da geht der Piledriver. Man könnte hier zurückschießen, einfach gewinnen. Man könnte einen Goblin opfern. Oh, ein rotes Mana machen und hätte das Ding einfach zurückschießen können, um zu gewinnen. Nur für Goblin-Spells benutzt? Nein. Opfer und Goblin kriegt ein rotes Mana. Man hätte ihn einfach gewinnen können, indem man den Chain Lightning zurück ins Gesicht wirft. Wow. Ich meine, so gewinnt man jetzt auch. Ja, aber anders wäre ein bisschen witziger. Ja. Das hat sich jetzt geregelt. Nächstes das Spiel. War definitiv zu viel Land. Das ist korrekt. Sideboarding kann auf jeden Fall Burn theoretisch mit Goblins, mit Ding auffahren, mit einer Ancient Bridge. Oh ja. Ist ganz gut. Ja, dann musst du unter eine Handkarte kommen. Ja, das ist bei Burn ja kein Problem. Man könnte überlegen, ob man Blood Moons reinnimmt, aber ich glaube, die sind zu langsam für Burn. Ach, die machen so ineffizient. Auch einfach zu wenig. Man könnte schauen, dass man Karakas reinnimmt. Ja. Ich meine, es trifft nur Muxus. Aber der macht viel. Er macht halt auch viel im ETB. Deswegen ist die Frage. Ja, wenn der halt so 4 oder wie viel deckt der auf? 5? 6, glaube ich sogar.
Wenn der so 4-5 Goblins reinlegt, dann reicht halt den Pyroklasm oder sowas, wäre halt auch super. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt die Frage, was Goblin reingenommen hat. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Vielleicht werden sie dann spielen den Roten Lord. Ja, Mountain Walk. So ein Sideboard. Ja, manchmal hat man den Sideboard. Und schon wieder ein Ball. Yes. Und wieder einen, vor allem ein Ding wieder. Ein normaler Spellstart, leider kein Goblin-Start. Bird versucht ja immer erstmal eine Kreatur zu droppen, aber wenn man halt keine zieht, ist es schwierig. Dann Chain Lightning, Searing Blood. Oh, Searing Blood kann man reinbohren. Ja. Zwei Schaden an einer Kreatur und drei im Spieler, wenn die Kreatur stirbt. Chain Lightning dein Gesicht. Go, dann hat man noch das Mana offen, um End of Turn Goblin abzuschießen. Ja, hier hätte man aber auch einfach Go sagen können, wenn der Gegner einen Goblin spielt, den Searing Blood. Doch, stimmt. Ich glaube, das wäre besser. Ja, das wäre auf jeden Fall besser gewesen. Weil jetzt geht man in seinen Turn, macht nur Searing Blood und. Ja, so, man legt noch ein Land. Dann hat man noch einen Lightning Bolt offen. Ich glaube, da war noch einer. Dann ist korrekt. Mount. Und diese wunderschönen Holzchips, wo Goblins draufstehen. Ja, weil man auch nur Goblins braucht. Ja, ich glaube, auf der anderen Seite hier Tumor drauf. Du müsstest aber auch welche haben mit Core. Korrekt. Nur für den Fall das. Und Elemental. Ja. Genau. Also braucht man Würfel. Theoretisch. Theoretisch braucht man Würfel. Das wäre doch mal was man hier Okidoki da ist oder so mal weiter. Ja, ja, das wäre cool tatsächlich. So ein wie so ein Tamogolf-Würfel, nur halt mit Dingen. Mit genau. Den beliebtesten Tribes. Ja. Da wird geschossen. Katsching. Und ja, man auf 10 runter. 10 ist natürlich schon eine schöne Zahl. Das ist speedable. Aber ich glaube, ich sehe schon wieder zwei Länder in der Hand. Jetzt ist die Frage. Kommt kein Lecky? Wow. Nee. Kein Lecky und ein Duel. Das könnte wehtun. Ja, das Duel könnten. Also jetzt liegen da schon mal potenziell 4 Schaden. Ja. Ja, das stimmt. Ist die Frage, ob Ding noch drin ist, aber es sollte. Price of Progress gegen Goblins sollte auf jeden Fall noch drin sein. Hey. Goblins ist sich ein bisschen unsicher, was ich spielen kann. Interesting. Ja. Okay, Matrone. Matrone kann man sich einen Zweier raussuchen. Genau, einen Zweier raussuchen oder halt was Größeres. Ein Lord macht halt nur Sinn, wenn du damit auf 3 oder mehr kommst. Ja. Oh, Sling Gang. Ja. Für Life Drain. Und wenn der Gegner anfängt, das abzuschießen, macht man dann mehr. Eidolon. Eidolon, noch ein Eidolon. Ja. Die hätte man gerade eben mal gebraucht. Das ist widerlich. Ja, vor allem, wenn man jetzt hier halt aufpassen muss. Ja, bin direkt abgeschossen. Ping, tot. Ja, and it's gone. Es wird nicht gecastet, deswegen macht es Eidolon nichts. Ja. Ja, das war gut. Da hat es aber dann halt gezeigt, dass der Munition auf der Hand ist. Das ist auch der günstiger Mach- und Eile-Gib-Typ. Ach, der macht ihn, ja, ein farbloses günstiger, ja. Genau. Oh, Volraffs. Da liegen jetzt 6 Damage. Nam, 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 nam. Ah, wird schon langsam echt knusprig. Ja, es ist so. Price of Progress, Fire Blast, Win. Ja, einfach mal so. Top Deck, Win. Ja. So, man ist ja noch bei 20 Leben. Da ist ja noch nichts passiert auf der gegnerischen Seite. Ja, das Problem ist halt jetzt mit dem Volraffs, kann man sich halt jede Runde 4 Leben machen. Ah, stimmt. Weil man spielt jetzt einfach den Goblin, der die ganzen Goblins reinbringt, geht in Combat, geht mit allem hauen, sackt den Goblin selber, legt den wieder oben aufs Deck, zieht den, legt den mit der Fiole rein und hat jede Runde ab jetzt 4 Leben. Play Life Drain. Ja. Das Spiel ist jetzt instant over geworden. Da ist wahrscheinlich auf den man den selber. Trigger reagiert worden. Ja, kriegt man auch Leben. Gibt auf 11 eigentlich. Ja, eigentlich. Ah, wir brauchen schon Leben gegen Burn. Wobei anscheinend ja nicht, weil 19 ist wegen am Back Canyon passiert. Oh, stimmt. Hat man nicht geopfert. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja.
Das ist natürlich echt. Tschüss. Ja, wie gesagt, und jetzt halt Viola auf 4, den wieder oben aufs Deck legen, nächste Runde denselben Scheiß wieder machen. Boah, das Eidolon hilft jetzt natürlich auch nichts. Das hilft überhaupt nichts mehr. Das ist meiner Meinung nach dann einfach um. Frage ist, ob der Goblin-Spieler das sieht. Ja, okay, du brauchst ja jetzt erstmal das schwarze mit 2 Mana plus. Das hat er ja. Plus die 4. Ja, ja, aber jetzt diese Runde passiert ja noch nichts. Ja, doch, du kannst sie jetzt in der Abkippe oben drauf. Stimmt, wo? Hättest. Ja. Aber mit dem Board ist die Frage, ob man so weit gehen muss. Schnexbert. Trigger, 2 Damage. Ja, der schießt dann mal 1, 2, 3, 4 Schaden. 5, 6. 6 Schaden, ja. Eidolon Piledrive. Wow. Wow. Okay, das geht natürlich auch. Man kann auch vollends übertreiben. Geht der Gegner, geht der Bolt drauf. Auf 12. Ja. Jetzt nur hauen für 5, 6, 7. Also nächste Runde ist so oder so. Genau. Genau das. Außer man hat jetzt noch den Top-Deck. Ja, Prize into Prize. Das wäre schön. 1. Oh. Okay, man zieht eine Karte. Das ist kein Prize. Das war ein Land. Das war ein Land. Damit dürfte das gegessen sein. Ja. Schade. Also wenn, dann braucht man jetzt. In dem Moment, wo man das Opfer des verloren. Das ist 2-0. Ja, das ist 2-0 für Goblins gegen Burn. Krass. Krass, schon. Ja, er wird auch zusammengeschoben. Krass. Wupp, wupp, wupp. Gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.